Jahre alt und wir sind heute hier, um den Zukunftstag anzuschauen. Mein Name ist Josi und ich bin auch 14 Jahre alt. So, hallo ihr beiden. Hi. Hallo. Josi, Guido, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Willkommen bei der zweiten Station, technische Hilfeleistung. Kommt mal mit. Wir haben hier ein Schrottauto und wir gehen davon aus, dass heute ein Unfall und wir müssen eine Person daraus befreien. So ihr beiden, dann kommt mal ein bisschen näher mit ran. Dann gucken wir uns das mal genau an hier, was die Kollegen vorbereitet haben. Wenn wir an eine Einsatzstelle kommen, könnt ihr mal nach links schauen. Da haben wir einen Schlauch rausgelegt, diesen gelben, der rausguckt. Und bei uns an den Einsatzstellen ist immer ganz wichtig, falls ein Auto anfängt mit Brennen, legen wir immer noch nehmen einen kleinen Löschangriff vor. Diese Leitung bleibt erstmal trocken, bedeutet bei uns, da drin ist kein Wasser. Aber wir können ganz schnell, sobald hier irgendwo in den Ort ein Feuer oder ein kleiner Brand entsteht, können wir ganz schnell diesen Brand bekämpfen. Ja? Der Steffen, den könnt ihr ganz gut erkennen, das ist der Kollege mit den zwei Streifen an Helm. So werden wir uns Einsatzkräfte an Einsatzstellen gekennzeichnet, dass auch jeder weiß, welche Funktion er hat. Und ich muss mal ein Stück an die Seite gehen. Ihr seht, wir brauchen ganz viel Platz an so einer Einsatzstelle. Das ist gerade, wenn wir an einer engen Straße sind, ist es für uns ganz schwierig, auch so ein Auto auch zu stabilisieren. Jetzt könnt ihr mal gucken, wir heben das Wagen hier mal an. Das ist einfach wie eine Luftmatratze, aber man kann ein bisschen mehr Gewicht mit anheben. Wir heben das an. Und damit das Auto am Ende nicht so viel sich verbindet, machen wir da etwas runter. Und dann werden wir mal gucken, wie die Kollegen das dann hinbekommen. Ihr seht, wir haben da eine blaue Plane ausgelegt. Das ist gerade für uns eine Einsatzstelle. Ganz wichtig, damit wir alle Geräte einfach so hinpacken, damit wir sie auch wieder verbinden. Jetzt gibt es kleine Probleme. Ne? Es gibt kleine Probleme, nicht jedes Auto ist gleich. Und diese schwarzen Steine, das sind, also wir nennen die auch Lego-Bausteine. Mit den Lego-Bausteinen, die kann man ineinander verdrehen. Alles das, was ihr hier seht, lernen die Kollegen in der Ausbildung. Alles, was jetzt gemacht wird, ne? Wir haben in Schulzendorf unsere Landesfeuerwehrschule, ne? Unsere BFRA. Und an der BFRA haben die Kollegen und Kolleginnen, es gibt ja auch ganz viele Frauen bei uns, haben die Möglichkeit, alles zu üben. Ne? Wir besorgen dort auch PKWs, die man dann so stabilisiert, wie wir das jetzt hier sehen. Wir haben die Möglichkeit, einen Löschangriff vorzunehmen und mit der Drehleiter zu üben. Also alles, was eigentlich zu der Feuerwehrausbildung mit dazugehört. So, Nilo, kommt mal mit. Wir gucken uns mal ein bisschen das Material an, was wir so bei uns vorhalten bei der Berliner Feuerwehr. Wenn ihr später für den Ausbildungsberuf entscheiden solltet, und die Feuerwehrausbildung bei uns machen wollt, dann nennen wir das bei uns Gerätekunde. Ne? Wir haben jetzt verschiedene Geräte hier liegen. Josi, fass da einfach mal so ein Gerät an, guck mal. Ne? Die kann man mit zwei Händen gut fassen, die sind relativ schwer, um die 25 Kilo. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das jetzt gerne mal ausprobieren. Ich habe extra für euch Handschuhe da. Die gebe ich einmal in die Hand. Die zieht da einfach mal rüber. So, einmal für dich, Josi. Danke. Bitte schön. Nilo, einmal für dich. Dankeschön. Einmal schön anziehen die Handschuhe und dann können wir das gerne mal zusammen uns genauer betrachten, die Geräte. Ganz rechts, das ganz große, wenn ihr einmal hinschauen möchte, das ist einmal die Schere. Die Besonderheit bei der Schere oder an dieser Schere ist die gekrümmten Schneidflächen. Und die machen es möglich, dass das Material reingezogen wird. Ne? Wenn ihr zu Hause eine Bastelschere habt und ihr versucht damit zu schneiden, werdet ihr immer merken, dass das Papier sich wegschiebt. Und bei einer Schere, die gekrümmte Schneiden vorne hat, passiert das nicht. Josi, wenn du magst, nimm mal ruhig in die Hand. Einmal links, die linke Hand an den Griff. Genau. Die rechte Hand vorne an den Griff. Und jetzt versuchen wir anzuheben. Okay. Gut, perfekt. Und? Schwer. Ja? Okay, leg mal wieder ab. Und jetzt zeige ich dir nochmal. Jetzt hast du ja eigentlich nur angehoben, die ist noch nicht betriebsbereit. Kannst du einmal drauf drücken. Okay. Ja, drück nochmal drauf. Das war nicht tief genug. Ah, okay. Jetzt ist er betriebsbereit. Und wenn du jetzt einmal diesen grauen Drehgriff mit diesen Zacken an der Seite, was aussieht ein bisschen wie ein Zahnrad, siehst du das? Das hier. Okay, jetzt nimm mal bitte eine Hand an den großen Griff hier vorne. Genau, und die andere Hand an das Drehrädchen. Genau, einmal ein bisschen nach hinten kippen. Und jetzt dreh mal bitte das Drehrad in die eine Richtung, zu dir. Okay, ruf mal länger.
aufpassen. Hast du gesehen, ne? Nilo, auch für dich? Ja. Die Schere, also eine Richtung bedeutet Schere auf und eine Richtung bedeutet Schere zu. Jetzt kannst du mal in die andere Richtung auch nochmal drehen ein bisschen. Okay, perfekt. Und wozu benutzt man die Schere und wozu benutzt man die Schere? Naja, im Endeffekt ist das, also von Josi aus gesehen, das linke Gerät ist keine Schere, das ist ein Schweizer. Achso. Ne, den kannst du jetzt mal ausprobieren. Geh einmal rum. Und da hast du ja schon gesehen, einmal als erstes das Gerät einmal anheben. Also schön linke, rechte Hand, je nachdem mit welchem was du arbeitest. Und jetzt merkst du schon, also ein ganz schönes Gewicht. Und für dich auch jetzt nochmal als Aufgabe, versuch mal den Knopf noch zu drücken mit einer Hand. Okay. So, und jetzt auch einmal für dich, einmal drehen, einmal nach links, einmal nach rechts. Okay, stopp. Und einmal nach links. Okay, gut. Und jetzt nochmal für euch, damit ihr das auch genau seht. Für uns ist natürlich schwierig, was bedeutet was und in welche Richtung. Ne? Und deshalb ist es extra nochmal mit aufgezeichnet. Ne? Und jetzt zu dir bedeutet, also zu dir drehen, wenn du auf der linken Seite stehst, bedeutet schließen. Und nach rechts drehen bedeutet öffnen. Ja? Okay. Und ich glaube, gleich werden wir die beiden Geräte in Action sehen. Ja, was ist das hier? Ah, okay. Gut. Dieses Gerät benutzen wir, um Fahrzeugteile weiter zu drücken, wo unser Spreizer nicht mehr ausreicht. Der Spreizer, Dosi, mach mal den Spreizer auf die, also den Spreizer, das ist das Gerät in der Mitte, mach das mal bitte auf die weiteste Öffnung, die wir haben. Genau, einmal schön in die Hand nehmen, einmal, genau, und jetzt einfach mal hier. Warte, halt, stopp! Okay, pass auf, jetzt drück mal ein bisschen weiter runter hinten das Gerät. Okay, und jetzt noch weiter öffnen, damit wir nicht die Folie beschädigen. Okay, stopp. Du kannst ablegen. So, und jetzt haben wir das Problem, wir kommen mit dem Spreizer, kommen wir nur auf genau diese Weite. Und ab dieser Entfernung, die wir jetzt haben, reicht genau der hydraulische Stempel, um weiter zu drücken. Wir legen die mal nebeneinander, pass mal auf. Nilo, nimm mal bitte den Kantenreiter hier einmal weg, leg dir mal die Seite. So, jetzt leg mal den hydraulischen Stempel einmal direkt davor. Dann wird er gleich sehen, was ich meine. So, und jetzt leg mal die schwarzen Teile genau übereinander. So, siehst du das? Ja. Also da, wo der Spreizer aufhört, fängt der hydraulische Stempel an. Gut, und ich glaube, jetzt geht's weiter. So, weiter geht's. Steffen und Nico. Einmal bitte Schere und Spreizer und dann werden wir jetzt langsam anfangen, das Auto zu zerschneiden. Aber ich glaube, davor kommt noch ein anderer Schritt. Und deshalb, euch freie Hand und wir werden die Schere in die Schulter gucken. Ja? Gerne. Fahren wir die Scheibe erstmal an, Nico. Ne? Jawohl. So, wir gehen dann gleich drüber auf die andere Seite, dann sehen wir das ein bisschen besser. So, gut. Mit einem gewissen Abstand wollen wir jetzt einmal angucken, passt auf. Einmal Glasmanagement. Der Nico macht mit seinen Handschuhen jetzt soweit alles Glas aus der Tür raus, damit wir uns nicht daran verletzen. Wir hatten. Ja, ist relativ laut, ne? Also gerade bei der Feuerwehr musst du laut sprechen, damit du sowas auch übertönen kannst. Komm mal mit, wir gehen auf die andere Seite. Komm mal mit hier rüber, da kann man das besser sehen. Guck mal. Also Steffen hat das am Anfang einmal geschwächt, das Glas, indem er einfach mal draufbauen hat und dann geht das Glas zumindest schon mal etwas kaputt und du kommst leichter mit der Säge. Kommst gleich dann mit der Säge rein, um dann die aufzuschneiden. Wir werden uns nachher auch noch mal ein Stückchen von der Scheibe angucken. Ja. Gut. So, komm mal her. Jetzt können wir ein bisschen näher rangehen. So, guck, Vorsicht. Und jetzt kannst du mal gucken.
Unsere Kollegen haben natürlich schnittfeste Handschuhe an und können dementsprechend auch die Glasscheibe so anfassen, ohne sich in die Hände zu schneiden. Wir haben jetzt das Glas entfernt von dem PKW und jetzt fangen wir natürlich an, die große Seitenöffnung. Das ist von uns, ist das ein besonderer Begriff oder eine besondere Einsatzstelle, wo wir das machen müssen. Große Seitenöffnung bedeutet, wir werden gleich diese große Öffnung an der Seite, deshalb heißt die Seitenöffnung, an dem PKW beide Türen rausschneiden und rausspreizen. Steffen und Nido haben sich schon vorbereitet mit den Geräten, die sie benötigen. Und zwar den Spreizer, damit werden sie anfangen, auf die Einzelnen eine Öffnung zu schaffen. Komm mal her, wir gehen mal ein bisschen weiter nach links. Okay, guck mal. Er hat jetzt die Tür zusammengelegt. Hast du die Tür zusammengelegt? Wenn er die Tür zusammengelegt, dann legt er sich die Möglichkeit, warte, ich nochmal ein bisschen rum, an diesem Fahrzeug, um die große Öffnung einfach besser oder einfach besser zu machen. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, jemanden aus einem PKW zu befreien. Wir haben jetzt keinen Patienten drin. Wir haben ja heute darauf verzichtet, auf einen Patienten, weil es einfach den Rahmen heute gesprengt hätte. So, jetzt haben wir wieder das Werkzeug gewechselt. Der Steffen hat sich jetzt für eine Schere entschieden. Und wird jetzt unten die B-Säule, also das Fahrzeug ist hier aufgeteilt, ganz von, an der Motorhaube ist die A-Säule, danach kommt die B-Säule und ganz hinten ist die C-Säule. Hat da oben, schneidet er welche Säule? Die C-Säule. B-Säule. B-Säule, genau. Wir versuchen jetzt mit dem Schneiden der B-Säule, dass wir die beiden Türen gleichzeitig rausnehmen können. Ne? Ja. Wir behandeln jetzt quasi diese B-Säule in der Mitte so ein bisschen als Scharnier, damit beide Türen auch daran noch fest sind. Und wenn wir Glück haben und alles gut klappt, das ist je nach Auto auch unterschiedlich schwer, können wir nachher die gesamten Türen, also die beiden Türen auf der linken Seite, können wir nachher komplett rausschwenken, wenn wir Glück haben. Meinst du, wenn wir wieder wegspringen, dann können wir die Tür runterfahren? Richtig, genau. Wir können aber hier noch mal machen. So, und jetzt, ihr könnt jetzt schon sehen, also was für Kräfte jetzt eigentlich schon eingewirkt haben auf diese Tür, nur durch das Schneiden und Spreizen, was die beiden gemacht haben. Und Steffen, kommt ihr weiter oder habt ihr jetzt, für was habt ihr euch jetzt entschieden? Okay. Gab es ein Problem mit der Tür, Nico? Oder? Ja, wir kommen leider nicht mehr weiter rein. Und auch wenn wir hier noch ein zweites Freund haben, dann dürfen wir nochmal weiter hinten rein. Okay. Habt ihr gesehen, was mit der Tür passiert ist? Die hat sich also alleine bewegt, nur dadurch, dass der Steffen mit dem Spreizer unten etwas zusammengeschüttet hat. Und deshalb arbeiten wir auch immer im Team. Es ist doch nicht immer die Zeit da, um die Person. Was ist denn jetzt, wenn die Person jetzt am Verbluten ist zum Beispiel? Da könnten die ja nicht erstmal das entspannt aufschneiden. Dann würde es ja ihnen anders rausholen, also schneller rausholen. Ja. Du meintest ja, also wenn jemand so stark verletzt ist, dass er... Ja, wenn es keine Zeit mehr da ist. Dann müssen wir entscheiden vor Ort, ob es eine Crashrettung wird. Dann haben wir meistens einen Arzt mit dabei, einen Notarzt, der sagt, okay, der Patient, egal was jetzt ist, entweder holen wir den jetzt aus dem Auto raus oder er stirbt. Ja. Typisches Beispiel, das Auto brennt. Ja. Wenn ein Auto brennt,
Da ist einem erstmal egal, welche Verletzung er hat. Dann holen wir ihn so schnell wie möglich aus dem Auto raus. Das ist so, was ein Ersthelfer an der Einsatzstelle auch als erstes machen kann. Dass er den Verletzten oder den Verunfallten versucht, erstmal natürlich im Rahmen seiner Möglichkeiten, damit er sich nicht selber auch verletzt, versucht aus dem Auto rauszuholen. Das ist eine ganz einfache Fettrettung und das ist eigentlich das, was ihm das Leben rettet. Ja. Und deshalb ist es auch so wichtig, so schnell wie möglich zu handeln. Ah, perfekt. Guck mal. Warte. Genau, sehr schön. Perfekt. Der Gurt nach unten. Ja, da kann man ja mal klatschen. Habt ihr sehr gut. Also das war kraftanstrengend, oder? Ja. Nico? Habt ihr gut gemacht. Gut, also Nido und Leben, wie hat es euch gefallen heute hier? Echt ganz cool, ja. Ja? Station 2, Auto zerschneiden. Ne? Ich bedanke mich nochmal für euch, dass wir das heute mit euch zusammen durchführen konnten. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der nächsten Station. Danke. Ciao.